We've almost reached the dragon's table. I wonder what Validar is planning. Me too. I guess we'll find out when we get there. Right, Robin? Robin, are you okay? Yeah. Something's wrong. What's the matter? I just haven't been able to sleep well lately. My head. You don't look well at all. You probably need rest. You're right. I should probably sit out the next battle. You're in no shape to protect yourself. I'll stay back and keep an eye on you. Thanks, Crom. We won't have to worry with Crom watching over you. You can leave the dragon's table to us. Actually, I've got something that needs my attention. What? You aren't going to fight with us? I'm sorry. I'll catch up with you later. Very well. Come on, everyone. Prepare yourselves for the battle ahead. That must be the dragon's table. Now, let's go stop Validar's twisted ritual. I've received a report. The walls are impenetrable as long as the dark barrier stands. Someone must be powering that barrier. Let's keep an eye out as we fight. The mission started. Ich finde ja, bereits der Zeremonie ein Ende ist so ein bisschen unglücklich ausgedrückt, weil wenn die damit fertig sind, dann ist die Zeremonie ja auch beendet. Anyway, wir haben eine neue Kämpferin. Yes, wir können Cordelia spielen. Sie ist eine von, ich glaube, 3 Lanzenträgern in der Basisversion des Spiels. Sie ist außerdem eine Pegasus-Ritterin. Das heißt, sie fliegt. Sie hat dementsprechend einen sehr, 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 wie sagte ich das? Hat am besten luftigen Kampfstil. Der gefällt mir eigentlich nicht so ganz. Sie fliegt mir ein bisschen zu sehr in der Gegend rum, aber auf der anderen Seite ist sie damit halt auch entsprechend mobil. Was bei Pegasus-Rittern auch ganz nett ist. Einen Moment. Ich will vorher nochmal ganz kurz die hier wegwischen. Excellent. Ist das hier. Bestimmte Pfade sind nur für Pegasus-Ritter zur Verfügung gestellt worden. Ganz einfach, weil da plötzlich Boden fehlt. Das ist, ich glaube, aber etwas, was entweder nicht wirklich häufig genutzt wird oder wenn auch nicht wirklich entscheidend ist. Zumindest so, wie ich das in Erinnerung habe. Diese Luftpfade, die gibt es übrigens auch in dem Nachfolgespiel Three Hopes, aber auch da, zumindest so von dem, was ich gespielt habe, was halt nur eine Route ist, nicht wirklich viel Einsatz. Someone is being attacked. We have to help out. Stimmt, ich sollte mich vielleicht erstmal darum kümmern, die paar Leute zu retten, die es hier gibt. Ups. Dann will ich einmal ganz kurz Fred hier rüber schicken. Liana geht hier hin. Ich muss wahrscheinlich gleich selber eingreifen. Sagungsrezept Liana, Liana. Ist der Name der werten Dame. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit irgendwie Atelier Furious im Kopf habe. Da gibt es wirklich einen Charakter namens Liane. Ja,
Heiler hatte doch noch ausreichend Gesundheit. Was haben die sich hier alle in die Hosen gemacht? Und, ach, Lissa hat ihren Auftrag erledigt. Ja, dann ist ja gut. Dann schicke ich mal Cordelia gleich das nächste Eck erobern. Was ich mit Cordelia definitiv nicht machen möchte, ist die nordwestliche Seite der Karte erobern. Denn diese roten Ausrufezeichen stehen da nicht ohne Grund. Das sind, Moment, Bogenschützen! Oh, ich muss mal ganz kurz Material sammeln gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jedenfalls, Bogenschützen sind in Fire Emblem-Spielen traditionell eine ganz, ganz große Gefahr für, naja, fliegende Einheiten. Denn die fegen die einfach so vom Himmel und das ist nicht gut. Da wir hier im klassischen Modus spielen, würde das zum Beispiel bedeuten, dass Cordelia dann dauerhaft ausscheidet. Also so lange dauerhaft zumindest, bis ich sie am Schrein wiederbeleben würde. Wir hatten das Ganze ja schon mal durchgespielt. Oder durchexerziert, durchgesprochen, was auch immer. If we can lower the drawbridge, we might be able to return to the fort from here. I've received a report. Was macht Frederick da unten? Ich meine, ich habe ihn gegen Einheiten in den Kampf geschickt, gegen die er schwach ist, aber was macht er da unten? Ja, das Waffendreieck kann man spielermäßig so ziemlich ignorieren. Es macht die Sache halt einfacher, aber nicht unmöglich. KI-Mitstreiter sind leider mehr oder minder daran gebunden. Und man sollte sich da auch an die Stärken und Schwächen halten, wenn man effektiv das Schlachtfeld aufräumen möchte. Ready to go? Let's get to it. Das heißt, ich werde einmal ganz kurz zu Frederick wechseln und, naja, das machen, was ich machen wollte. Und zwar den Magierplatt. Danke. So, dann kann ich wieder zu Liana rüber. Und weiter Bogenschützenmaterial sammeln. Währenddessen ist Cordelia eigentlich ganz gut autonom am Aufräumen. Das gefällt mir. Oh, ich sehe übrigens gerade Anna ist aufgetaucht. Ups! Ganz schnell, Lissa, bitte rüber. Ich hoffe, ich bin noch nicht zu spät. Ansonsten, ja, fehlt uns dann gleich ein Puzzleteil. Ich bin heute irgendwie nicht aufmerksam. Merk's schon. Komm schon, ich krieg das noch hin, ich krieg das noch hin. Anna, bleib hier. Ja. Safe. Gut, währenddessen ist bei Cordelia gerade eine Tür aufgegangen und da ist auch unser Schlüssel für die Schatzkiste, die vor Liana steht. Dann würde ich sagen, sammeln wir einmal ganz kurz den Schlüssel ein. Hoffentlich ohne Walda dabei umzunieten, weil sonst wäre das Ganze irgendwie für die Katz. Sehr gut. Liana, bitte einmal den Schlüssel zum Einsatz bringen. You've been acting as you please? You played right into my hands. I see enemy reinforcements. That didn't go too well. Robin? What is it? I hear you. Look
is starting. We've got a new objective. Bringt da rein ein paar Manieren bei, ist auch eine schöne Missionsbeschreibung. Aber das kriegen wir hin. Hauen wir ihm mal eins auf die Mütze. Ey! Da haut ja ganz schön um sie hier. Respekt, dass er das überlebt hat. Aber das wird auch nicht lange halten. Sorry in advance, Robin, but I'm gonna knock some sense into you. You cannot undo what is already done. Now then, surrender to your doom. Meine Güte, Frederick, was machst du? Cordelia, bitte einmal ins Team aufnehmen und auswechseln, danke. Mission complete. Robin, are you okay? Mom? Where am I? The last thing I remember is entering the forest. Thank the gods. I'm out of it. Rest now. Speak later. I don't want to cause trouble for you, Croc. I think I will stay here and rest. I will strike you down here and now. You can't escape me. Mission complete. Now I must retreat. But I cannot accept this as fated! Robin is back to normal and we beat the enemy general. Looks like a victory. We should seal this altar so it can never be used for this ceremony again. Thanks to you all, we stopped the ceremony in time. And if that's the case, I won't be needing this mask anymore. In truth, my name is Lucina. I hail from the same world as Crom. Well, I guess our worlds aren't exactly the same. Where we are from, the situation is rather dire. It's a grim future yet to unfold. You're from the future? Huh? Wait, but you said we. Who else came with you? The hero's origin unveiled at last. Hark! The blood of the virtuous few enriches my veins as well. Blood that I share with another. A gentle soul set adrift on the... Let's get to the point. Okay. Long story short, Liz is gonna be my mom. Wait! What?! That's right, Mother. I'm your loving son from a far-flung future. But how to prove the truth of my words? Of course, I'll share a secret that only your child would know. No, stop right there, Owen. No this secrets, because I believe son? You. Son? But Mother, you need to know Whoa, in your soul that enough. I'm your flesh and blood. Why are you still talking? Lucina. Bear the brand. Could it be? Hello, Father. Better, Lucina? Yes, Father. Father? Should I call you something else? No, it's just strange to my ear. I like it. Crom! Lucina! You got a minute? Pardon the intrusion, my lord.
but the last patrol returned with vital information. They reported a fierce battle between two armies we've never seen before. Could they be people who came through the portals like we did? If that's the case, then there could be a hero from another world with them too. Hold on. We could get pulled into their war if we do this wrong. Ha! A power above must favor our quest! The solution has revealed itself! What solution do you mean, Owain? What are you saying? Owain, speak plainly. Maybe we split up and approach both sides at the same time? If we split our forces and a battle breaks out, we would be in serious trouble. But a smaller force would be able to move about unnoticed. Time is critical. Let's take the risk and split into two groups. Hey, wieder einen genauen Zeitpunkt. 10 Minuten bis zur letzten Sekunde runter. Obwohl eigentlich nicht, kann ich mir sagen. Wohl doch, kann ich sagen. Ha, Mann, ich bin heute echt kopfmäßig nicht da. Yep, Cordelia hat heute richtig aufgeräumt. Und ja! Marv war nicht Marv. Was für eine große Überraschung für Leute, die Fire Emblem Awakening kennen. Wir haben eine Menge Waffen eingesammelt, ein bisschen interessante Sachen. Und das Meistersiegel. Damit können wir eine Einheit in eine höhere Klasse befördern. Das ist ein ziemlich heftiges Werte-Upgrade, aber nicht großartig notwendig für den Abschluss der Story, zumindest nicht so für alle Charaktere. Gibt halt ein paar, die haben da entsprechende, nein, anders. Ich habe gerade Gedanken falsch aufgezogen. Es gibt im Storyverlauf nicht genügend Meistersiegel, um alle Charaktere in die höhere Klasse zu versetzen. Dazu muss ich den Nebenmodus spielen. Ihr könnt euch vorstellen, nee, das mache ich nicht für euch. Nein, das dauert viel zu lang und dann sitzen wir hier noch in 10 Jahren. Wir haben weitere Charaktere freigeschaltet. Euch wird gerade aufgefallen sein, da war einer nicht dabei, und zwar Owain. Owain ist DLC. Das hat mich sehr, sehr gestört. Und jetzt haben wir auch den historischen Modus allgemein freigeschaltet. Und als nächstes, ja, ich sprach ja davon, es werden insgesamt 3 Fire Emblem-Spiele groß verarbeitet. Shadow Dragon, Awakening und das große kontroverse Ding, Fates. Und wisst ihr was? Ich lasse euch jetzt einfach mit einer Nachricht zurück. Ich mag Fire Emblem Fates.